Kindergeburtstag, Ines. Bloß weil Papa 65 wird, muss es auch keine Trauerfeier werden. Das habe ich auch nicht gesagt, aber trotzdem überall Lampignons und Luftballons. Kann mir mal jemand bei dem Grill hier helfen? Also ich habe eine weiße Hose an. Typisch. Ich bin so aufgeregt. Ach, so geht das. Es ist so lange her, dass wir hier mal ein Fest gefeiert haben. Hm? Glaubt ihr, Papa wird sich freuen? Oh, bestimmt. Er liebt doch Überraschungen, wo er so gar nichts unter Kontrolle hat. Wenn schon. Ich finde, es wird Zeit, dass hier mal was passiert. Das Fest wird sicher großartig. Und Papa wird sich bestimmt freuen. Das wird eine echte Überraschung. Aber Kinder. Kein Wort zu Papa. Wo steckt er eigentlich? Er wollte Besorgungen machen und dann noch ein bisschen spazieren gehen. Hören Sie zu. Ich wollte einen Check-up. Und keine Folter. Und wenn jetzt nicht gleich ein richtiger Arzt kommt, dann... Hallo? Hallo? Halt! Stellen Sie das ab! Kommen Sie zurück! Hallo? Bin ich ein Hamster? Oh mein Gott! Kommen Sie zurück! Hallo? So etwa? Mhm. Was soll denn der Quatsch? Wir sind nicht im Kasperletheater. Jetzt führen Sie die rechte Hand zur Nase. Was? Ich zahle doch nicht Jahrzehnte meine Krankenkassenbeiträge, um mich hier zum Affen machen zu lassen. Hand zur Nase. Mhm. Und jetzt hüpfen. Was? Hüpfen. Haben Sie Ihr Namensschild auf den Becher geklebt? Ja. Stellen Sie den Becher da hinten ins Labor. Ja. Haben Sie sowas überhaupt schon mal gemacht? Die ganze Gesundheitspolitik ist doch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Zweiklassenmedizin und Korruption. Wohin man schaut. Und als kleiner Kassenpatient. Haben Sie die Spritze überhaupt desinfiziert? Das sind Einwegspritzen. Ja, ja. Jedes Jahr sterben unzählige Menschen an Krankenhausinfektionen. Ganze Epidemien kommen durch sowas. Verstehen Sie? Hallo? Was macht ihr denn da? Da drüben ist es viel zu heiß. Wie kommst du denn darauf? Na, weißt du nicht mehr, da hast du damals meine Kaulquappen ausgesetzt und die sind an den Steinplatten festgetrocknet. So heiß ist es da. Ja, da warst du ziemlich sauer auf mich. Ja, ha, ha, ha. Dafür hast du immer meiner Puppe die Haare geschnitten. Du warst eh ziemlich gemein zu mir, finde ich. Können wir jetzt bitte einfach weitermachen? Müssen immer alle nach Christines Pfeife tanzen? Wenn du unbedingt möchtest, dass alle Salmonellen bekommen, bitte. Hört doch mal auf damit. Ihr seid doch inzwischen erwachsen, oder? Könnt ihr euch nicht mal für einen halben Tag zusammenreißen? Hm? Du, wir haben den total durchgecheckt. Nein. Da ist nichts mehr zu machen in dem Alter, Mitte 60. Das ist schon viel zu weit fortgeschritten. 6, wenn es hochkommt, 8 Wochen mehr gebe ich dem nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Wenn du dem die Wahrheit sagst, er dreht total durch. Oder bringt sich um. Der hat hier schon alles durcheinander gebracht. Ja. Ja, okay, so machen wir es. Ja, immerhin wird es schnell gehen. So wie der Befund aussieht. Vielleicht. Vielleicht schaust du auch noch mal drüber, ja? Kümmerst dich auch mal. Herr Doktor? Lecoutre. Na ja, Schmidt, geht's wieder? Was haben Sie da gerade gesagt? Ich darf Ihnen gratulieren. Ihre Werte
Mann, oh Mann, in Ihrem Alter, da könnte manch ein Junger von träumen. Sagen Sie mir die Wahrheit. Blutdruck, neurologischer Befund, alles tippitoppi. Nur das Übergewicht, da könnten Sie vielleicht noch ein bisschen. Aber sogar die Leberwerte. Aber Sie sagten doch gerade... Herr Doktor! Tut mir leid, ich würde gern weiter mit Ihnen plaudern, aber leider gibt es Patienten, denen geht's nicht so prächtig wie Ihnen. Hören Sie, wird es schnell gehen? Wird die Schmerzen haben? Herr Doktor, bitte, es eilt. Gehen Sie nach Hause, genießen Sie Ihr Leben. Machen Sie lieber Ihre Frau glücklich. Tschüss, Herr Schmidt. Sechs bis acht Wochen. Und schön. Es ist Kaffeezeit. Also ich verstehe das nicht. Eigentlich müsste er längst da sein. Hans hat aber wirklich ein Glück mit dir. Macht mir doch selber Spaß. Er kommt, schnell weg. Er kommt. Schnell weg, versteckt euch. Charlotte, ich muss mit dir reden. Wo ist Christine und Ines? Alle raus jetzt. Raus jetzt, bitte. Raus! Ich will mit meiner Familie allein sein. Was jetzt, jetzt, bitte. Ich habe Geburtstag und ich darf es bestimmen. Und ich will jetzt allein sein. Raus jetzt, alle. Heinz, was ist denn los? Du auch. Verschwinde. Geh zurück auf deine Insel. Du weißt doch, ich mache mir nichts aus Geburtstagen. Aus Überraschungsgeburtstagen schon gar nicht. Ist doch schön, dass wir noch mal alle zusammensitzen. So, en famille. Was ist denn los? Sag mal, weißt du, was Mama sich für Mühe gemacht hat? Manchmal wundere ich mich, dass du überhaupt noch Freunde hast, Papa. Den Eiersalat kann ich wegschmeißen. Das ist jetzt alles unwichtig. Eiersalat, Freunde. Ihr seid das Wichtigste in meinem Leben, meine Familie. Mit euch will ich meinen Geburtstag feiern. Ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir gemeinsam noch mal in Urlaub fahren würden. Hm? In Urlaub? Das ist nicht dein Ernst, Papa. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich habe auch schon was reserviert. Eine schöne Pension. Im Bergischen Land. Direkt am Stausee. Also, ich habe keine Zeit. Du weißt doch noch gar nicht, zu welcher Zeit er fahren will. Aber Christinchen, du hast Zeit, ne? Du bist ja nicht so eingespannt, beruflich und privat auch nicht, oder? Doch. Schmidt? Christine, ich kann nicht lange sprechen. Marleen! Ich bin krank geworden. Ich bin im Urlaub in Dubai und meine Pension. Christine, ich brauche jemanden, der den Laden für mich... Okay. Wie? Na, du willst, dass ich dich in der Pension vertrete. Mach ich. Echt? Dann du bist doch meine beste Freundin. Ja, aber du müsstest übermorgen schon anfangen. Kein Problem. Christine, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dir... Hallo? Hallo? Naja, wir können lange spazieren. Hier kannst du... Papa. Was ist denn? Tut mir leid. Ich muss nach Norderney. Notfall in Marlenes Pension. Aber Ines, du kannst doch mit deinem Papa, hm? Nein, ich werde natürlich Christine helfen. Der schafft die nie alleine. Das musst du nicht, Ines. Das schaffe ich schon. Ist doch selbstverständlich. Du bist meine Schwester. Aber Kinder, Norderney. Was ist das gegen gemeinsame Tage im Bergischen Land mit der Familie? Hm?
gibt's ja nicht. Was denn? Ach, nix. Nun sag schon. Meine erste große Liebe Tom lebt hier auf der Insel. Dieser erste große Liebe Tom? Dieser rotgeheulte Augen-Tom? Dieser ich werde nie wieder einen anderen lieben Tom? Der Typ? Das war nicht irgend so ein Typ. Das war ein richtig romantischer, ganz, ganz toller... Blödmann! Die Straße gehört doch nicht dir allein! Selber Blödmann. Du fährst doch mitten auf der Straße. Wann sind wir eigentlich das letzte Mal zusammen friedlich in den Urlaub gefahren? Noch nie? Als wir das letzte Mal zusammen im Urlaub waren, war ich gerade 18 geworden und Papa hat mich gezwungen, dich mitzunehmen. Ah ja, die Bretagne, das war echt cool. Du warst 13 und es war die Hölle. Ich glaube, Papa wollte, dass ich ein wenig auf dich aufpasse. Sehr witzig. Ach, ist der Idiot ja schon wieder. Den kaufe ich mir jetzt. Ach nee, bitte. Also, Sie sind ja ein Rasanter. Oh. Ja, Sie fahren aber auch einen ganz heißen Reifen und so schön mitten betont. Dann sind wir jetzt ja quitt. Sind Sie länger auf Norderney? Ich arbeite da, aber ich muss jetzt wirklich, tut mir leid. Vielleicht können wir einen Kaffee trinken gehen, so als Fahrerbesprechung sozusagen. Warum nicht? Aber ich muss jetzt wirklich. Und wie finde ich Sie? Fragen Sie auf der Insel einfach nach Pascal Bothe. Das ist meine Nummer. Tschüssi. Nimm mal die Füße hoch. Füße hoch, Heinz. Was ist eigentlich los mit dir? Bloß weil Ines und Christine mit dir nicht in Urlaub fahren wollen. Wir sollten überlegen, was wir den Kindern zu Weihnachten schenken. Das ist mehr als ein halbes Jahr hin. Wie wär's, wenn du mal zum Arzt gehst? Vielleicht fehlen dir Vitamine. Du isst auch nie Obst. Und diese Omega-3-Fettsäuren, weißt du? Ich habe gerade gelesen, dass die sehr, sehr gut sein sollen, wenn man so Stimmungen hat wie du. Heinz! Ist doch super schnucklig hier. Ja, viel werden wir nicht haben von der Insel. Also ich schon, wenn der Typ von vorne anruft. Jetzt vergiss doch mal die Männer. Weißt du eigentlich, was es bedeutet, eine Pension zu führen? Ach komm, das bisschen Betten machen und Frühstück herrichten. Hast du Marlene schon erreicht? Sie hat mir noch mal aufs Band gesprochen. Im Krankenhaus darf sie das Handy nicht benutzen. Sie hat irgendeinen Magen-Darm-Infekt oder so. Oh Mann, war nicht gut, dass Sie endlich da seid. Lisa. Ich muss ganz dringend die nächste Fähre erreichen, sonst verpasse ich meinen Flug und dann kann ich mir meinen Urlaub abschreiben. Es ist ja ziemlich eilig. Hast du denn alles aufgeschrieben, was wir beachten müssen? Ihr kennt euch doch hier aus. Sollen wir noch mal zusammen reingehen und gucken? Am Kühlschrank hängt ein Fax von Marlene mit den wichtigsten Aufgaben. Telefonisch lässt sie sich leider schlecht erreichen. Sorry, ich muss jetzt echt los. Okay.
Hallo, ist hier noch jemand zuständig? Man wollte mir eigentlich Saunahandtücher bringen. Entschuldigung, wo ist denn hier die Rezeption? Die Rezeption? Ich warte immer noch auf meine Theaterkarte. Ja. Willkommen im Haus Marlene. Kommen Sie doch rein. Wir sind sofort für Sie da. Das ist schlechter Service. Die ja, Gäste werden sich aber wundern, genau, glaube ich. Aber dann gehen wir gleich hinterher. Aber ganz schnell. Genau. Gibt. Das habe ich völlig vergessen. Hier ist nur Frühstückskram, Marmelade und so. Wie viele Gäste sind denn da? Völlig egal. Also ich kann nicht kochen und du noch viel weniger. Aber... Nix aber. Wir sind in der Küche eine Katastrophe. Christine! Wenn man von Katastrophe spricht. Ich wusste gar nicht, dass du auf der Insel bist. Das ist eine Überraschung. Das ist... Gisbert Meyer, Chefredakteur des Inselkurier. Und Sie sind? Ines, Christines Schwester. Du hast eine Schwester? Bezaubernd. Warum hast du sie mir bisher vorenthalten? Enchanté. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Also wie weiblich im Charme. Also Sie sind mir ja eine Nummer. Ich habe gehört, Christine, dass du für eine Zeit lang die Pension übernimmst. Marlene soll krank geworden sein. Doch hoffentlich nichts Ernstes. Ja, das nenne ich immer investigativen Journalismus. Sag mal, Christine, wie wollt ihr das denn so allein schaffen? Da mach dir mal keine Sorgen, Gisbert, das haben wir ja schon mal geschafft, ne? Tja, ich dachte mir, das wäre eine hübsche Idee für eine Reihe von Reportagen im Inselkurier, wie zwei völlig fachfremde Schwestern eine Spitzenpension Niederwirt, übernehmen. Versteht ihr? Die Restaurantretter. Mal andersrum. Die Tiefkühltruhe. Entschuldigung. Was für eine Schönheit hier auf unserer Insel. Arr. Eiswürste und Leberkäse. Nicht gerade ein Feinschmeckermenü. Außerdem ist alles noch gefroren. Ach, völlig egal. Wir machen einen bayerischen Abend. Meinst du, das funktioniert? Christine, wir sind auf Norderney. Kein Mensch weiß hier, wie bayerisches Essen schmecken soll. Ja, und wie macht man so einen Leberkäse? Ab in den Ofen damit. Was sonst? Mist! Ja, hier auch. Mama, ich habe gerade gar keine Christine, Zeit. Ich muss unbedingt mit dir reden. Dein Vater. Ich rufe dich später zurück. Ja? Irgendwas ist los mit ihm. Seit seinem Geburtstag? Ich weiß auch nicht. Mama. Den ganzen Tag sortiert er Unterlagen. Du weißt schon, so Versicherungskram, Steuern und so. Was er doch sonst nie anrührt. Weißt du, ich habe langsam echt keine Lust mehr. Mein ganzes Leben lasse ich mich rumkommandieren. Ertrage seine Launen. Naja, er war ja nie einfach, euer Vater. Hallo? Christine? Ist bei dir alles klar? Ja. Ich muss jetzt aber wirklich Schluss machen, Mama. Ist alles bestens. Bis bald. Stell dir mal vor, er hat angerufen. Wer denn? Na, der Typ von der Tankstelle. Wir treffen uns heute Abend. Du solltest dich auch mal umschauen hier. Ines, jetzt denk doch einmal an die Wäsche und die Küche und nicht an die Männer. Außerdem sollten wir schon längst servieren. Also das nenne ich ja mal Anteilnahme, du Paradehausfrau. Ah, da ist er wieder. Schmidt?
Oh, Mama. Kein Wort zu Papa. Hm? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Der Leberkäse war innen ganz gefroren. Ekelhaft sowas. Das Essen war ein absolutes Desaster. Ach komm, das war unser erster Tag. Perfekt können wir auch morgen noch sein. Sag mal, bist du mit der Küche schon fertig? Das habe ich nicht mehr geschafft. Ich muss jetzt auch los. Mach's gut. Oh. Also nett gestern, ja? Mhm. Also der Typ könnte mir echt gefährlich werden. Ich meine so richtig. Dass der gut aussieht, hatten wir ja schon an der Tankstelle gesehen. Aber der ist auch noch so romantisch und so charmant. Da kommen Energien rüber. Schön für dich. Mann, hast du eine Laune. Ich habe überhaupt keine Laune. Ich finde nur, wir sollten uns ein bisschen mehr um die Pension kümmern. Das ist wie früher. Ich mache die ganze Arbeit und du lässt dich nur bedienen. Hallo? Der Abend gestern war ein absolutes Desaster. Wir haben keinen Plan, wie das heute ablaufen soll. Die Zimmer sind noch nicht gemacht. Drei Rechnungen warten, von der Wäsche ganz zu schweigen. Das Klopapier geht auch zu Ende. Halt doch mal die Luft an, verdammt noch mal. Und außerdem hättest du mir ruhig sagen können, mit wem du dich da gestern Abend... Oh, Christine! Was macht ihr denn hier? Oh, mein Schatz. Du hast so gestresst geklungen am Telefon. Da haben wir heute sofort den Frühzug genommen. Ist das schön hier. Also ich verstehe Marlene ja überhaupt nicht, ne? Wieso sie ausgerechnet euch angeheuert hat. Ihr habt doch gar keine Ahnung vom Gastgewerbe. Und was das Kochen angeht. Mama, wir kommen hier eigentlich ganz gut zurecht. Hauptsache die Familie ist beisammen. Muss ja nicht unbedingt das Bergische Land sein, gell? War das Papas Idee? Nein, das habe ich entschieden. Ist doch selbstverständlich, dass wir euch helfen. Aber du kannst doch auch nur Hausmannskost. Also bitte. Schön, dass du und Ines euch wieder so gut vertragt. Ja. Für einen Vater gibt es nichts Schöneres, als wenn seine Kinder sich verstehen. Entschuldigung, was soll ich denn mit den Hühnern, hä? Was für Hühner? Stellen Sie da auf die Bank. Da sind Hühner drin? Ja, die gab's neulich super günstig beim Tiefkühlmann. Und Papa und ich schaffen das gar nicht alleine alles. Christine! Einen Moment. Mama, ihr könnt doch nicht einfach hier... Christine! Dass du nicht deine Schwester ruft. Willst du nicht mal nachschauen? Ja. Ich gehe auch mal hin, ne? Wollte ich gerade, das ist von gestern. Wissen Sie, wir haben die Pension gerade erst übernommen. Also so geht das ja gar nicht. Das ist ja eine Katastrophe. So, Ines. Ah, ist das dein neuer Freund? Mama, was machst du denn hier? Ach, ist der Ofen kaputt? Ach, Sie sind der Handwerker. Nein, es ist der Herr. Lassen Sie mich mal schauen. Du meine Güte, wie sieht der denn aus? Pierre Truckenbrot, Hygienebeauftragter vom Gesundheitsamt Aurich. Danke, Mama. Oh, das können Sie laut sagen. Und zwar richtig laut. Och, so ein bisschen Ruß im Ofen. Da überlebt doch keine Bakterie. Wissen Sie, meine Freundin Marlene de Vries, also die Besitzerin der Pension, die ist überraschend krank geworden. Und wir sind gewissermaßen völlig unvorbereitet in diese Situation geraten. Haben Sie dann überhaupt ein Gesundheitszeugnis? Wozu? Ich habe meine beiden Töchter von klein auf zur Ordnung und Sauberkeit erzogen. Ordnung ist das halbe Leben. Und Sauberkeit Pflicht. Das sieht man. Mama, wir wollten eigentlich gleich morgen. Das will ich Ihnen auch geraten haben. Sonst ist diese Pension hier ruckizucki geschlossen. Ich komme in den nächsten Tagen noch einmal vorbei, unangemeldet. Und wenn dann nicht alles picobello. Da. Ein Kellerassel. Autsch! Entschuldigung, Herr... Mist.
Was ist das denn? Und da braucht eine Kühlkette? Also wirklich. Vegetarier. Papa! Und da braucht eine Kühlkette. Wie sich die Welt verändert hat. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wissen Sie, ich bin nachts so unruhig. Ich wälze mich rum wie eine Bulette. Ich bräuchte was zum Einschlafen. Ja, so Schlaftabletten. Ja, kann es denn auch ein Zäpfchen sein? Wie bitte? Nee, was zum Lutschen, ich meine zum Schlucken. Gut, also hier hätten wir mal pflanzliche Präparate auf der Basis der Valeriana officinalis Pflanze. Sie sind milde und sehr gut verträglich. Pflanzen, die stelle ich bei mir in die Vase. Also es müsste schon was Stärkeres sein, so ein richtiger Hammer. Käme dieses Mittel hier in Frage? Oder wenn es richtig dringend ist, das hier. Aber da müssten Sie schon aufpassen mit der Dosierung. Ja, das klingt schon richtig gut. Wie viel müsste ich denn da nehmen, um mich umzubringen? Müssen Sie schon die ganze Packung schlucken. Aber es kommt ja auch auf die Gewöhnung an und man will ja kein Risiko eingehen. Geben Sie mal 3 Schachteln. Bitte sehr. Ja. Danke. Hey! Kalli! Heinz! Achtung! Heinz! Du wieder mal auf Norderney. Kalli, hör zu. Na, das ist ja eine Freude. Du, gut, dass ich dich hier treffe, weißt du? Kalli. Ich plane eine Reportage über deine Töchter, fachfremd in der Gastronomie. So eine Art Restauranttester, nur tougher, härter, näher am Leser, wenn du weißt, was ich meine. Da könntest du mir ein paar Informationen geben. Die kleine Schwester von Christine zum Beispiel, was ist die denn so für ein Mensch? Wie ist denn das Verhältnis der beiden zueinander? Eine bildhübsche Frau, wenn ich das mal so unverblümt sagen darf. Alles okay bei dir, Heinz. Ja, Schlafmittel? Du lieber Himmel, wozu brauchst du die denn? Kalli, ich muss mit dir reden. Also ja. Ich wäre ja froh, wenn mich die senile Bettflucht endlich packen würde. Nicht so ungut, Heinz. Die Tage sind doch viel zu kurz. Und ich habe noch so viel vor. Ja, gut. Das würde für 2 Leben reichen. Glückspilz. Also ich besorge mir erstmal ein starkes Koffeinprodukt aus der Apotheke. Normaler Kaffee wirkt bei mir nicht mehr. In diesem Sinne, Heinz. Carpe diem. Kalli? Weißbier? Das mit dem Fest letztens. Ja, schon okay. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Sag mal, wie war das eigentlich, als Hanne dich verlassen hat? Ich meine, als du plötzlich allein warst. Ich weiß nicht, das war. Wir haben das ja gemeinsam entschieden. Warum fragst du? Nur so. Du willst doch nicht etwa Charlotte verlassen? Nein, nein. Obwohl, naja, in gewisser Weise... Das kannst du nicht machen, Heinz. Ihr seid fast 40 Jahre verheiratet. So meine ich das ja auch gar nicht. Aber ich will, wenn es soweit ist, dass Charlotte versorgt ist. Dass sie jemanden ihrer Seite hat, der sich um sie kümmert. Der für sie da ist. Also, du willst deine Frau verkuppeln, damit du dich nicht so schlecht fühlst, wenn du dich aus dem Staub machst? Aus dem Staub machen, ja. Das ist etwas salopp formuliert. Ja, Charlotte ist eine großartige Frau. Schön, warmherzig. Eine wunderbare Mutter für deine Töchter mit einem herrlichen Sinn für Humor. Ich sehe sie noch vor mir, wie du es mir vorgestellt hast. Dieses Strahlen, dieses Lächeln. Also wirklich, Heinz, was Besseres findest du dein ganzes Leben nicht mehr? Kalli, natürlich. Das ist es. Was ist es? Du bist der ideale Mann. Sei doch mal ehrlich, du hast doch schon immer für Charlotte geschwärmt. Du bist ledig, also geschieden. Ich meine, du bist auf jeden Fall frei. Du bist zuverlässig, finanziell abgesichert. Natürlich.
Das ist es. Heinz, wer ist die Frau, die dir so den Kopf verdreht hat? Was hat sie mit dir gemacht? Welche Frau? Wer hat was mit mir gemacht? Na, die Frau, wegen der du Charlotte verlassen willst. Ich sagte, dass ich Charlotte verlassen will. Ja, aber darum geht's doch die ganze Zeit. Ach, nein, nein, Kalli, darum geht's nicht. Nein, ich habe nur noch ein paar Wochen. Ich muss sterben. Dann ist es aus. Und kein Wort zu Charlotte oder zu den Mädchen. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen machen. Aber irgendwann werden sie das. Sie müssen sie doch. Aber noch nicht jetzt. Nicht solange ich lebe. Eigentlich fühle ich mich prima. Obwohl ich todkrank bin, bin ich lebendiger denn je. Alles, was ich jetzt noch will, ist, dass meine Familie gut versorgt ist. Aber deine Rente ist doch gar nicht nur finanziell, auch was. Naja, du weißt schon. Kalli, versprich mir, dass du dich um Charlotte kümmerst, wenn ich nicht mehr bin. Du musst sie heiraten. Ich kann doch nicht deine Frau heiraten. Meine Witwe. Ja, egal. Also nicht egal. Ich meine, wer sagt denn, dass Charlotte mich überhaupt will? Also wollen würde. Das lass nur meine Sorge sein. Ich bin froh und erleichtert. Jetzt habe ich die Kraft, Abschied zu nehmen. Komm, Kalli. Und jetzt lassen wir es krachen. Komm. Ach, meine Güte. Jetzt habe ich die Rosinen vergessen. Aber nicht die schwedische Hühnersuppe. Man kann die doch rauspicken. Oh. Schmidt? Marleen? Marleen, ich kann dich ganz schlecht verstehen. Das rauscht so. Hallo? Hallo? Es gibt auch eine Rückruftaste. Was ist denn daran jetzt witzig? Jetzt bleib mal cool. Wir packen das schon. Ach, und wie, wenn ich fragen darf? Hier sieht's aus wie Sau. Das Menü für den Abend ist die absolute Katastrophe. Und uns sitzt diese Hygienetucke im Nacken. Zu Recht, wenn ich das mal so sagen darf. Alles, was dir dazu einfällt, ist, bleib mal locker. Ja, du erst mal erwachsen. Soll ich lieber hysterisch rumschreien, so wie du? Davon wird's auch nicht besser. Hysterisch nennst du das, ja? Kinder. Ja, warst du schon immer. Ih, meine Haare, die Ines ärgert mich. Du bist echt bescheuert, weißt du das? Ich? Ach Mensch, hör doch mal auf. Guck dich doch mal um. Hätten wir gestern Abend aufgeräumt? Du hast doch auch nicht aufgeräumt. Weil ich es überhaupt nicht einsehe, dass ich die ganze Arbeit alleine machen muss, während du dich mit meinem... Tom! Tom? Pascal? Ach. Tom. Christina. Hättest du mir auch gleich sagen können, dass Pascal dein Künstlername ist. Wie sollte ich denn wissen, wer du bist? Ich meine... Ist ja schon ein paar Jahre her. Und du warst noch ziemlich klein damals. Jetzt tu doch nicht so, als ob du ihn nicht erkannt hättest. Also, Christine, jetzt mach mal halblang. Das habe ich doch nicht mit Absicht gemacht. Ich meine, als du und Tom damals da habe ich mich noch gar nicht für Jungs interessiert. Ich meine, hatte ich mir schon gemerkt. Aber irgendwie ist das ja auch Schicksal. Da hat sich ja gar nichts geändert, hm? Streithähne wie eh und je. Ich habe das bedauert damals, als es auseinanderging zwischen Christine und ihm. Mama, bitte. Ja. Aber... Man trifft sich immer zweimal, nicht? Und Ines ist ja auch ein ganz hübsches Mädchen. Ich glaube, ich muss da mal. Wollte doch eigentlich nur die Flyer vorbeibringen. Vielleicht ist ja der eine oder andere Gast interessiert. Sehen wir uns mal? Ich bin noch dein Date. Du hast ja mit einem Fräulein Schmidt genug zu tun. Na dann. Danke für den Kaffee. Bitteschön. Komm mal, geht's doch? Papa, du siehst ja cool aus. Du bist doch... Was willst du hier? Machst du dich jetzt an meine andere Tochter ran? Papa. Kompliment für den Anzug. Sie können sowas tragen. Heinz, das ist unser Star-Autor. Völlig egal, was das für ein Star ist, mein Hut. Hab ich dir nicht schon mal gesagt, Freundchen, du sollst die Finger von meinen Töchtern lassen. Es tut mir leid, sie enttäuschen zu müssen, aber
Ich mache mit meinen Fingern, was ich möchte. Du Schwein! Na, warte! Das wirst du noch bereuen! Verlass dich drauf! Schwere Nöter! Hast du das Ding etwa gekauft? Sag mal, bist du noch zu retten? Das ist ein Original aus England. 70er Jahre. Ein Traum. Also so einen habe ich mir immer schon gewünscht. Naja, mal sehen. Vielleicht kaufe ich mir sie sogar. Du hast doch Motorradfahren. Ich hasse Motorradfahrer. Das ist ganz was anderes. Ich fasse es nicht. Was ist denn bloß in dich gefahren? Und dieser Anzug. Das ist doch nicht dein Ernst. Also, ich fühle mich wohl so. Kalli, sag du doch auch mal was. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Na, siehst du? Aber wir sind doch hier, um den Kindern zu helfen. Ich habe extra deine Arbeitshose eingepackt. Na, wer sagt denn, dass ich in diesem Anzug nicht helfen kann? Lass mal sehen. Komm, Kalli, komm. Heinz, was machst du denn da? Was soll ich denn jetzt? Pass auf, ich mach jetzt den Wilden und du hältst mich davon ab. Warum? Weil du der Held bist. Heinz, was soll das? Was suchst du? Du musst Charlotte imponieren. Sie beschützen. Frauen lieben so etwas. Hier, du musst dich davon abhalten. Komm. Da. Heinz! 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 Was gibt das jetzt wieder? Jetzt wirst du mal sehen. Kalli, was habt ihr vor? Jetzt wirst du mal sehen, wie ich in diesem Anzug helfen kann. Was ist denn bloß los mit dir? Tagelang bist du völlig apathisch und jetzt drehst du durch. Kalli, tu doch mal was. Und wie ich diese Hecke schützen werde. Mensch, lass das doch, Heinz, die Hecke ist doch so schön. Diese Hecke ist mir schon damals derartig auf den Sack gegangen. Heinz, Kalli, du mach doch mal was. Ich mache eine Wellenhecke und eine Heckenwelle. Das passt zur Landschaft und zum Meer. Helfe uns! Mensch, Heinz! Kalli, Papa, hör auf! Spinnst du oder was? Mach mal deine Hähnchenschenke verbrennen. Was? Oh Gott. Also ich glaube nicht, dass Marleen das gefallen wird. Also das war ja wohl eine miese Vorstellung. Ja, so eine Kettensäge ist ganz schön gefährlich. Mit der Heldennummer kommen wir wirklich nicht weiter. Wir müssen es mit Romantik versuchen. Schmachte sie an. Spiel ihr was vor auf deiner Tröte. Wir müssen jetzt handeln. Komm! Marleen? Christina, wo steckst du denn? Die ersten Gäste sind da und Mama flambiert die Hähnchenschenkel, damit man... Mama, jetzt pass doch mal auf! Also wenn du dein Hintern nicht gleich hierher bewegst, dann stehst du ab morgen alleine da. Wenn das Haus da noch steht! Ines? Also wirklich, für sowas hab ich doch nicht bezahlt. Dafür hätte mich mein Mann verlassen. Es tut mir ganz schrecklich leid. Das wird sich morgen alles einspielen. Frau de Vries ist überraschend krank geworden. Na, da musst du eben für kompetenten Ersatz sorgen. Das ist doch ein Saftladen, ist das doch hier. Ich krieg die Krise. Wo ist Mama überhaupt? Die hat sich hingelegt, nachdem sie mit Kochen fertig war. Ja, und das Chaos in der Küche? Das hat sie uns hinterlassen, damit wir uns auch ja nicht überflüssig vorkommen. So geht das nicht. Wir brauchen einen Koch. Ja klar, und zwei Zimmermädchen, eine Putzfrau und ein Sicherheitsunternehmen. Ich rufe morgen die Arbeitsagentur. Und da stehe ich. Mamas Menüplan für die ganze Woche steht schon. Aber die Pension. Mama würde durchdrehen. Wenn dir natürlich die Pension wichtiger ist als deine eigene Familie. Ganz im Ernst, Christine, das können wir Mama nicht antun. Ich möchte auch nicht enterbt werden. Apropos durchdrehen. Was ist eigentlich mit Papa los? Eine Frauengeschichte
Männliche Wechseljahre? Sehr witzig. Also ich finde eigentlich ganz cool, was er so macht. Bis auf das mit der Hecke vielleicht. Welche Hecke? Hast du es noch nicht gesehen? Komm mal mit. Hier. Das gibt's ja nicht. Es wird ja alles immer schlimmer. Das war eine nette Idee von dir. Ich glaube, Heinz ist seit Ewigkeiten nicht mehr mit mir spazieren gegangen. Ich dachte, du musst auch mal ein bisschen raus. Ein bisschen Seeluft und so. Bei all dem, was du so um die Ohren hast, hey. Tolles Wetter, was? Ja. Tolle Figur hast du. Ich meine, tolles Kleid hast du an. Danke. Kalli, entschuldige, aber weißt du, mein Bruder, der hat mir früher immer mit dem Ding so ins Ohr geblasen. Ich kann das nicht aushalten. Tut mir leid. Ja? Hast du Lust, was zu trinken? Ach nee, weißt du, ich glaube, ich gehe heute früh ins Bett. Was ist denn, Kalli? Na, nichts. Kalli! Heinz, ich habe dich überall gesucht und muss jetzt mit dir reden. Jetzt nicht. Deine Töchter. Du weißt, es fällt mir schwer, in Christines Nähe zu sein. Wie du weißt, war ich schon mal in See. Aber seit ich Ines gesehen habe... Hör mal auf! Ich fühle eine tiefe, innere Verbindung zwischen mir und Ines. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich das Christine beibringen soll. Sie war doch... Naja, wir waren doch schon beinahe... Also bitte erst mal kein Wort zu Christine. Komm runter! Runter jetzt, komm! Geh runter! Bester Freund. Nein, Gisbert. Na, warte, der kann was erleben. Keine Gisbert, Sorge. Kalli wird sich auf der Insel nicht mehr blicken lassen, wenn ich mit ihm fertig bin. Gisbert, es ist ganz anders. Hör doch zu, Gisbert. Oh Gott. Jetzt bleib doch mal stehen, Christine. Was willst du eigentlich von mir? Ständig Provokation und Streit. Warum bist du denn jetzt sauer auf mich? Ich kann auch nichts dafür, was hier los ist. Mama und Papa habe ich auch nicht herbestellt. Kann ich nicht einmal alleine sein? Entschuldigung, dass ich dir Gesellschaft leisten wollte. Ständig musst du überall dabei sein, drängelst dich überall mit rein. Wie früher. Und du schließt mich überall aus, schlägst mir die Tür vor der Nase zu, wie früher. Dafür gab es auch gute Gründe. Ach, und welche? Jetzt tu doch nicht so unschuldig. Du hast ja ständig meine Klamotten ausgeliehen, meine Lippenstifte ausprobiert. Dann musste ich dich mitschleppen in die Disco und dann hast du mir meine Freunde ausgespannt. Ach, einen. Und der war sowieso ein Idiot. Ach, soll ich dir noch dafür dankbar sein? Worum geht's hier eigentlich? Doch nicht um irgendetwas von Anno dazumal. Lass meinen Rad los. Du bist doch nur sauer, weil ich mich mit Tom getroffen hab. Wenn schon. Ist dir ja ohnehin egal. Komm, das mit Tom ist 18 Jahre her. Wenn jeder Typ für mich tabu wäre, mit dem du mal was hattest, dann müsste ich ja das Land verlassen.
Schmidt? Hey, Christina. Tom, woher hast du meine Nummer? Gib dir eine Auskunft. Bist du, ich mein, schläfst du schon, bist du schon im Bett? Nein, ich räume noch auf. Ja, ich rufe auch eigentlich nur an wegen der Lesung morgen. Ja, ein paar Gäste in der Pension haben auch schon gesagt, dass sie hingehen wollen. Ines macht tüchtig Werbung für dich. Und du? Ich natürlich auch. Nee, ich meine, ob du auch kommst. Ich weiß noch nicht. Ich habe eine Menge Arbeit in der Pension, weißt du? Na ja, dann will ich dich mal nicht länger davon abhalten. Ja. Tschüss. Kalli, hör zu. Du musst mehr Gas geben. Ich habe schließlich nicht ewig Zeit. Das ist nicht so einfach. Die Tage vergehen wie im Flug. Viel zu schnell. Ich bitte dich, Kalli. Schau mal, das Meer, Sandstrand, Sonnenuntergang. Das ist Romantik, wie sie Charlotte liebt. Eine bessere Vorlage kriegst du nicht mehr. Sie hat die ganze Zeit über dich geredet. Sie macht sich Sorgen. Ja, eben. Wenn sie sich in dich verlieben würde, dann würde sie sich um mich keine Sorgen mehr machen. Und wäre vielleicht sogar froh, wenn ich bald... Ich weiß nicht. Kalli, du willst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Nein. Ich dachte, du magst Charlotte. Ja, natürlich. Sie ist immer noch eine sehr attraktive Frau. Ja, absolut. Sie hat Humor und Temperament. Das stimmt. Warum zierst du dich dann so? Ja, weil sie deine Frau ist. Witwe! Bald. Heinz, wo bist du gewesen? Schlaf jetzt. Stell dir vor, Kalli hat mich heute zu einem Spaziergang eingeladen. Und, wie war's? Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber... Aber was? Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl... Kannst du dir vorstellen, dass Kalli mir schöne Augen macht? Nein, das hatte ich für ausgeschlossen. Also... Warum denn nicht? Naja, ich meine... Glaubst du, ich bin nicht mehr interessant für andere Männer? Doch, doch, bestimmt. Ich meine nur... Naja, der Kalli war ja immer schon in dich verschossen. Oh, so ein Blödsinn. Na, er hat es mir ja gestanden. Wann? Neulich. Du bist überhaupt nicht eifersüchtig? Auf Kalli. Kalli ist ja ein grundanständiger Kerl. Sehr zuverlässig und solide. Und finanziell abgesichert. Auch emotional ohne Altlasten. Also ich finde, Kalli ist schon ein toller Mann. Ich könnte meinen, du willst mich verkuppeln. Das ist eine absurde Idee. Komm jetzt. Lass uns schlafen. Hm? Komm. Gute Nacht. Nacht. Thank you.
Hey! Halt den Mund! Sven, was soll denn das? Du bist so unschuldig, ich hab euch gesehen. Ach, du meinst wie eine Feuer am Stand, das war eine Ausnahme. Dich und Charlotte meine ich. Die Katze nur. Ich und Charlotte? Wenn du noch einmal versuchst, Heinz die Frau auszuspannen, dann kriegst du es mit mir zu tun. Und du weißt, ich kann Existenzen zerstören auf der Insel. Ein Artikel von mir im Inselkurier und du. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Das sagen sie alle. Seinen besten Freund so zu hintergehen. Pfui, deine. Nochmal, ich kann einfach keine Eier kochen. Na, dann mach doch eben schnell neue. Wenn wir noch welche hätten. Hast du keine gekauft? Wieso ich? Wo sind denn hier die Eier? Die können doch nicht schon aus sein. Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Also meine Cholesterinwerte sind eigentlich ganz in Ordnung. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist ja nun wohl meine Sache, ob es um meine Cholesterinwerte geht oder nicht. Ne? Wir haben immer sehr ordentlich gegessen, mein Friedrich und ich. Gibt's denn heute keinen Joghurt? Eiweiß vor 12 Uhr ist Gift für den Stoffwechsel. Bitte schön. Also ich esse ja seit Jahrzehnten morgens ein Frühstücksei. Und was ist mit Wurst? Kommt sofort. Mama, kann ich dich mal ganz kurz... Was soll das denn? Also was jetzt? Eiweiß oder nicht? So geht das nicht, Mama. Wieso? Ich werde doch wohl noch mal meine Meinung sagen dürfen. Und dieser übersäuerten Tante kann es echt nicht schaden, mal über ihre Ernährung nachzudenken. Wenn ich abnehmen wollte, hätte ich eine Fastenkur gebucht und kein Genießerwochenende. Ein bisschen Freude wird man ja noch haben dürfen. Blöde Kuh. Ines, so kannst du nicht über Gäste sprechen. So, sie hat doch recht. Das weiß doch jedes Kind heutzutage, dass man Kohlenhydrate und Eiweiß nicht zusammen essen soll. Low-Carb-Diät ist jetzt die Devise. Siehst du? Hä? Und was ist mit der Pizza, die du dir jede Woche reinziehst? Ist doch auch Weißmehl und Käse gemischt. Na und? Ich habe ja auch nie behauptet, alles richtig zu machen. Im Gegensatz zu dir. Was soll das denn jetzt? Seitdem wir hier sind, spielst du den Chef. Oh, pardon, den Feldwebel, das trifft es vielleicht besser. Ich habe dich nicht gebeten, mitzukommen. Hört doch mal bitte auf damit, ihr beiden. Seid wenigstens ihr doch ein bisschen harmonisch miteinander. Mama, was ist denn los? Euer Vater betrügt mich. Das kann doch nicht sein. Woher weißt du das denn? Ich mag das gar nicht sagen, das ist so demütigend. Das bildest du dir bestimmt nur ein. Ach. Und wieso sollte er versuchen, mich ausgerechnet mit Kalli zu verkuppeln? Wie bitte? Er will freie Bahn. Ist doch ganz klar. Wenn ich mit Kalli, dann braucht er kein schlechtes Gewissen zu haben, dass er mich betrügt. Das ist ja schrecklich. Mama, du brauchst jetzt erstmal eine Pause. Du gehst erstmal schön an den Strand. Und Ines und ich kümmern uns darum, dass wir einen professionellen Koch finden. Weißt du, das entlastet uns ja alle. Entlasten? Ihr wollt mich auch loswerden. Sagt's ruhig. Findet ihr mein Essen schlecht? Ich nehme euch das nicht übel. Aber offensichtlich ist das den Damen auf einmal nicht mehr gut genug. Dabei bin ich extra hergekommen, um euch zu helfen. Ich habe meine ganze Kühltruhe ausgeräumt für euch. Aber ich will mich nicht aufdrängen. Wenn ihr meint, dass ihr ohne mich besser klarkommt, bitte. Mama! Gut gemacht. Ich muss zu Heinz. Ja. Kalli, ist alles klar mit dir? Du musst wissen, dass ich immer für dich da bin, egal was passiert. Kalli, ich weiß wirklich. Ich kann das nicht, Heinz. Ich steige aus. Das kannst du mir nicht antun, Kalli. Ich sage doch einfach die Wahrheit. Das Leben ist das doch so... Das geht nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Wenn Gisbert mich noch einmal mit Charlotte zusammensieht, dann bin ich meines Lebens nicht mehr sicher. Da muss ich Norderney verlassen. Das macht doch nichts. Du wirst doch ohnehin zu Charlotte nach Hamburg ziehen. Hm? Warum kannst du nicht einfach Charlotte überlassen, sich einen Mann zu suchen? Ich meine, das kann dir doch eigentlich egal sein. Dann. Egal? Ich höre wohl nicht recht. Es soll mir egal sein, wer in meinem Haus wohnt, wer meinen Rasen mäht, von meiner Rente lebt. Hm? Vielleicht sucht sie sich einen aus, den ich nicht leiden kann. Oder der sie schlecht behandelt. Frauen sind in der Hinsicht so irrational. Nein, nein, Kalli. Ich werde nicht eher sterben, als bis ich einen würdigen Nachfolger für mich gefunden habe. Du weißt, dass ich Charlotte wirklich sehr mag. Und sie dich. Kalli, ich würde dir das niemals zumuten, wenn ich nicht wüsste, dass auch Charlotte was in dir mehr sieht als ein Freund. Meinst du wirklich? Hast du nicht ihren Blick gesehen?
Dieses frisch entfachte Feuer? Kalli, ich kenne meine Frau. Ups, störe ich? Oh, nein, überhaupt nicht. Wir sind gerade fertig, ja. Ist alles okay zwischen dir und Mama? Oh, es könnte nicht besser sein. So, und jetzt hilft Papa seinen Mädchen mal ein bisschen in der Küche. Papa! Papa! Kinder, habt ihr sowas schon gesehen? Eine winzige Tasse und wumm. Schöne Geschichte. Ja. Sag mal, bist du wahnsinnig? Marleen wird ausflippen. Da komme ich ja gerade richtig. Mhm. Na, wenn das keine super Story gibt. Christine, lass mich in Ruhe. Es geht ja alles gerade den Bach runter. Die Ehe unserer Eltern, Mama mit ihrer Kocherei, unser durchgeknallter Papa. Die Gäste drohen mit Abreise. Wenn jetzt dieser Hygienefuzzi auch noch wiederkommt, dann... Kinder, kommt, lasst uns an den Strand fahren. Das Leben ist viel zu kurz, um Trübsal zu blasen. Außerdem vergesst nicht, Scherben bringen Glück. Sag mal, geht's eigentlich noch? Du zerstörst Marlenes gesamtes Geschirr. Wir haben keinen blassen Schimmer, wo, was, vor allem worauf wir heute Abend Essen servieren sollen. Die Arbeit steht uns bis hier und du willst zum Strand. Christinchen, da schadet deinem Turn deinem Blutdruck, wenn du dich so aufregst. Ich fasse es einfach nicht. Langsam weiß ich, was Mama meint. Aber Christine hat recht. Wir haben Marleen versprochen, die Pension... Kinder, Kinder, immer mit der Ruhe. Dann machen wir eben eine Party heute Abend. Wie früher, wisst ihr noch? Im Partykeller. Papa, das ist gar keine schlechte Idee. Ines? Ja, und wir machen eine richtige 70er-Jahre-Party. Ja, so mit Gurkenschiffchen. Ja, und Salzstangen, Käseigeln. Und Fliegenpizza. Und toller Musik, hä? Fiesta, Fiesta Mexicana. Heute lade ich zum Abschied mir alle ein. Fiesta, Hossa, Hossa, Hossa. Also Kinder, an die Arbeit. Ich gehe zu Kalli und hol Platten. Gurkenschiffchen. Christine, das ist unsere Rettung. Ein Event. Bis heute Abend kriegen wir eh kein Geschirr hier ran. Ich weiß nicht. Hast du eine bessere Idee? Wo ist Mama eigentlich hin? Wo ist sie, wenn sie Frust hat? Los, komm. Ich gehe doch nicht mehr zurück zu diesem Irren. Es wird höchste Zeit, dass ich lerne, für mich selbst zu entscheiden und mich nicht mehr bevormunden lasse. Ach, Mama, jetzt mach mal halblang. Vielleicht bildest du dir das auch alles nur ein mit Papas angeblicher Affäre. Christine, ich kenne meinen Mann. Die grüne Sockenwolle da oben, die hätte ich gerne auch noch. Mama, wir brauchen dich doch. Ja, auf einmal. Na klar. Das mit den Gurkenschiffchen, das schaffen wir nicht alleine. Nee. Wir hauen halt überall Mayonnaise drauf. Mayonnaise? So viel zu fett? Da sind doch diese ganzen Stabilisatoren und alles drinne. Nee. Ach, Ines hat recht, Mama. Das schaffen wir schon. Die paar Häppchen. Genau, wenn alle tanzen, achtet eh niemand aufs Essen. Hm. Ihr wollt tanzen? Ja, klar. Das soll ja schließlich eine richtige 70er-Jahre-Tanzparty werden. Sagte, oh je, warum denn dies alles? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung. Du warst großartig. Danke. Schön, dass du da bist. Gehen wir dann zu dir oder zu mir? Du bist aber schnell. Das war ein Scherz. Gehen wir noch was trinken? Warum nicht? Alles Gute. Für? Bitte. Ich wusste gleich, dass deine Schwester und Tom... Ja, sie war schon immer einen Schritt schneller als ich. Christine, wenn du einsam bist... ich meine ja nur... Komm, lass es nach vorne gehen. Achtung, Presse! Entschuldigung, darf ich? Presse? Entschuldigung. Bitte lächeln. Hi. Tom. Christine, ich dachte, du hättest so viel zu tun. Soll ich dir ein Buch signieren? Ich habe gar keins dabei. Dann nimm doch eins von denen. Was soll ich denn reinschreiben? Gehen wir jetzt noch was trinken? Tja, dann. Christine? Und, wo wollen wir heute Abend hin? Geh doch ins Haus Marleen, da steigt heute die Party des Jahres.
Und du solltest dir vielleicht überlegen, was du willst, beziehungsweise wen. Ich glaube, du weißt das ziemlich genau. Entschuldigung. Hüte dich vor diesen Frauen. Sie zerschreddern dir das Herz. Für Lena. Für Lena. Christine! Christine, jetzt warte doch mal! Lass uns doch wie Erwachsene miteinander reden. Was gibt's denn da noch zu bereden? Du bist doch immer noch in Tom verliebt. Ja, Pech für mich. Du hast das Rennen gemacht. Kunststück, du bist ja nicht mal zum Start angetreten. Warum zeigst du ihm nicht einfach, was du fühlst? Weil du kein Risiko eingehen möchtest, nicht verletzt werden willst. Christine! Das war unglaublich. Raus! Alle beide, raus! Sie wissen doch gar nicht, was Sie an dem Mann haben. So ein feuriger Tänzer. Der Mann ist ein Tier. Sie alte Trennkostrutsche! Welche Begrüßung einer Person des Amtes? Verstehe. Kali. Ich hab dich gewarnt. Um Himmels Willen. So etwas habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt. Heinz. Was? Was ist jetzt? Ja gut, auf jetzt, komm. Ich fühle mich so dämlich. Das mit Tom ist immerhin fast 20 Jahre her. Er war halt deine erste große Liebe, die vergisst man nicht so schnell. Ich habe überhaupt nicht mehr an ihn gedacht, bis ich mit ihm geflirtet habe. Und jetzt kommt mir das auf einmal alles so vor, als ob es erst gestern gewesen wäre. Du hängst immer noch an ihm. Weißt du, das mit Tom damals, das war perfekt. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben nie wieder so glücklich gewesen wie damals. Warum seid ihr eigentlich auseinandergegangen? Er hat mich sitzen lassen. Von einem Tag auf den anderen hat er sich nicht mehr gemeldet. Wollte mich auch nicht mehr sehen. Das war alles ziemlich merkwürdig damals. Kein Wunder. Wovon redest du eigentlich? Also ich dachte immer, du hättest Papa erzählt, dass Tom ab und zu gekifft hat. Was? Kannst dir ja Papa vorstellen. Der hat ihm die Hölle heiß gemacht. Aber das stimmt nicht. Das hätte ich doch im Leben nicht. Das hat Tommy aber erzählt. O-Ton, sie hat mir das Herz gebrochen. Papa. Ich verstehe das alles nicht. Wieso tut er mir das denn an? Wieso kann er mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? So wie dich. Du bist immer die patente, lebenstüchtige Ines gewesen, die sowieso nichts umhaut. Bei mir, da muss er sich immer einmischen, intrigieren, alles kaputt machen. Er fühlt sich halt immer noch verantwortlich für dich. Jetzt fängst du auch noch an. Christine, das macht er doch nur, weil er dich liebt. Du bist sein Augenstern. Seine Lieblingstochter, wenn ich das mal so krass sagen darf. Meinst du nicht, ich hätte mir auch manchmal gewünscht, so umsorgt zu werden wie du? Ich habe dich immer darum beneidet, wie viel Interesse Papa dir entgegenbringt. Was hätte ich dafür gegeben, dass er sich in mein Leben mal so einmischt wie in deines? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich bin froh, dass ich dich hab. Ich auch. Das alles hat uns beiden auch gut getan. Jetzt geh zu deinem Tom, der wartet auf dich. Na und du? Kennst mich doch. Auch andere Mütter haben schöne Söhne. Los. So, bitteschön. Es tut mir leid, meine Damen, aber ich muss noch eine wirklich wichtige Geschichte zu Ende bringen. So, das war's.
Hohoho, die Nacht fängt doch erst richtig an, mein kleiner Tiger. Aber nicht für uns. Bitte, steigen Sie ab. Steigen Sie ab, bitte. Hören Sie. Hören Sie. Das ist... Heinz. Hören Sie. Komm. Nein, hören Sie. Komm, Heinz. Das Ganze ist ein Missverständnis. Du glaubst doch nicht, dass ich dich noch mal hergebe. Nach allem, was zwischen uns auf der Tanzfläche los war. Das hat doch jeder gesehen. Das war wild. Das war echt. Das war tief. Das war wahr. Hast du das nicht gespürt? Das war heiß. Oh. Kalli! Kalli! Meine Güte, ich bin aber froh. Charlotte. Ich weiß überhaupt nicht, was in diesem Gisbert gefahren ist. Charlotte, willst du mich heiraten? Kalli? Werde meine Frau. Kalli, ich bin mit Heinz verheiratet. Du warst bei unserer Hochzeit Trauzeuge. Ja, natürlich nicht gleich. Jetzt bin ich Heinz. Er will sich scheiden lassen. Dann ist es also ernst mit ihm und dieser Tussi. Und ich serviere dir jeden Tag das Frühstück. Lass mich von der rumkommen. Nein, Charlotte. Heinz kennt diese Frau überhaupt nicht. Wie bitte? Das ist ja noch schlimmer. Ich habe wirklich nur versucht zu helfen. Ich wollte hier noch was gut machen. Und ich kann auch nicht zusehen, wie der Kerl die Ehe von Heinz zerstört. Manche Menschen verdienen es nicht, dass man Energie und Liebe in sie investiert. Und dann Christine. Sucht sich immer die falschen Männer aus. Auch sie hätte ich retten können. Sie hat sie doch gar nicht verdient. Und Ines. Vergessen Sie Ines. Vergessen Sie die Frauen. Meinen Sie? Seit Jahren lese ich Ihre Artikel im Inselkurier. Wirklich? Diese Empfindsamkeit, Sensibilität, dieser Elan, dieser subtile Humor. Ich wollte immer zu einem größeren Blatt. Hier wird mein Talent ja überhaupt nicht gewürdigt. Von mir schon. Ich heiße Pierre. Gisbert. Jetzt putzen wir ein bisschen zusammen. Das hilft immer, wenn es einem schlecht geht. Sehen. Wirklich? Das habe ich mir gewünscht. Ja, vielleicht bilde ich mir dachte, das alles ein. Du bist lieber mit Ines. Ich mach's aus. Nee, geh noch ran. Schmidt? Oh Gott, ja. Ja, selbstverständlich. Ich komme sofort. Das war das Krankenhaus. Mein Vater hatte gerade einen Zusammenbruch. Da muss ich jetzt hin. Sowas ist mir noch nie passiert. Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich bin mir sicher, Sie sind eine wunderbare Frau. Aber auf der Tanzfläche. Ich bin krank. Ich habe nur noch ein paar Wochen. Wenn's gut geht. Mir nicht. Dann ist es vorbei. Mein Leben aus. Ende. Und ich hatte noch so viel vor. Ich hatte noch so viele Pläne. Meine Töchter, Christine, die ist immer noch nicht unter der Haube. Und meine Frau. Wir wollten doch zusammen goldene Hochzeit feiern.
lieber. Hast du noch Schmerzen? Nicht, solange du bei mir bist. Heinz! Na, da haben wir jetzt mal ein paar rüstige Rentner, was? So. Ja, Herr Schmidt, Frau Schmidt. Ja. Yes. Ja, also von meiner Seite hören Sie, aus... Mir wäre lieb, wenn Sie so intime Dinge wie meine Diagnose nicht vor aller Welt ausbreiten würden. Welche Diagnose? Herr Schmidt, Ihr Zusammenbruch, das war nichts weiter als ein kleiner Kreislaufkollaps. Ja, wahrscheinlich stressbedingt. Das ist nichts, wofür man sich Wollen jetzt... Wollen Sie damit sagen, Heinz ist gesund? Haben Sie überhaupt studiert, junger Mann? Lassen Sie mal, Helga. Ist doch wahr. Der Mann ist sterbenskrank. Und Sie, Sie tun so, als ob alles in Ordnung wäre. Das ist doch kein Wunder, dass unser Gesundheitssystem den Bach runtergeht. Heinz, ist das wahr, was sie sagt? Du bist... Ich wollte nicht, dass du... Aber... Ja. Ich muss sterben. Bald. Papa! Christine! Hast du das denn nicht gesagt? Wir hätten doch alles... Wann weißt du das? Nun regen Sie ihn doch nicht so auf. Was macht denn überhaupt die Frau hier, Papa? Entschuldigen Sie. Glaubst du es nicht, was die... Lieber, hast du Schmerzen? Nein, also wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Komm, hast du mir nichts gesagt? Doch mal ich wollte euch... Ich hab dir doch geschworen, in guten wie in schlechten Tagen. Ja, das haben wir ja gemerkt auf der Party. Das sagt ja die Richtige. Mama, hören Sie doch auf, Sie ist wirklich überhaupt Ruhe, Frau, noch mal! Sie sind total gesund. Aber... Ich habe Krebs. Wenn Sie eins nicht haben, dann Krebs. Sie können nach Hause. Tschüss. Was stimmt denn jetzt? Papa, wie heißt dein Arzt in Hamburg? Dr. de Coutre. Eigentlich wollte ich sie fertig machen. Diese Schmutzfinken. Ich auch. Mit einem geharnischten Artikel im Inselkurier. Aber jetzt will ich nur noch, dass alle Menschen glücklich sind. Alles ein Missverständnis. Der Arzt, er hat mit einem Kollegen telefoniert, während Papa im Zimmer war. Ja, sag ich doch. Ja, aber es ging um jemanden völlig anderen. Dem Arzt war das alles ziemlich unangenehm, aber auf jeden Fall bist du völlig gesund. Und ich bin vor Angst fast gestorben. Moment mal, Heinz, was ist mit unserer Abmachung? Was für eine Abmachung? Ich habe Charlotte einen Heiratsantrag gemacht. Das ist so ein Quatsch. Das war doch nur für den Fall, dass ich sterben würde. Ich würde dir doch nie meine Frau überlassen. Was? Was ist denn das? Verstehe ich das richtig? Du wolltest mich an Kalli verschachern? Und du hast dich drauf eingelassen? Das war doch nur, weil ich dachte... Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Dein Besitz, über den du verfügen kannst? Weißt du was? Mir reicht's. Endgültig. Charlotte! Mama hat recht, du bist wirklich unmöglich. Alles willst du bestimmen, alles willst du kontrollieren. Schlimm genug, dass du damals behauptet hast, ich hätte Tom verpfiffen. Aber was du jetzt mit Mama gemacht hast, ist wirklich das Letzte. Christine! Na ja. Dann werde ich ja hier wohl auch nicht mehr gebraucht. Sag nichts. Sag mal, habe ich das eben richtig verstanden? Wir haben uns getrennt, weil dein Vater irgendwelche Geschichten über mich erfunden hat? Ja, leider. Ich hätte doch im Leben nichts Schlechtes über dich erzählt. Warum haben wir uns nicht einfach ausgesprochen? Weil Papa mir den Umgang mit dir verboten hat?
Naja, egal. Mit ein bisschen Abstand lässt sich darüber eigentlich auch lachen. Und die Geschichte mit deiner Mutter und Kali finde ich ziemlich rührend. Dass du verteidigst meinen Vater, ist ja süß. Wir werden doch alle ein bisschen weiser. Jedenfalls weiß ich heute, was ich will. Und das wäre? Und was ist mit Ines? Ines ist ein wunderbarer Mensch. Aber meine Liebe gehört ihrer Schwester. Lieber dein Freund. Du bist einfach die Beste, dass du hier die ganze Nacht noch aufgeräumt hast, obwohl Tom und ich über... Was ist denn hier los? Was, du warst es gar nicht? Nein, ich war noch aus. Wer war es denn dann? Mama war traurig und ist früh ins Bett gegangen. Papa und Kali waren im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Habe ich irgendwas verpasst? Mama! Morgen hat jemand Kaffee für mich. Was ist denn los? Nein. Heinz? Hab geglaubt, es wär vorbei. Es gibt für mich kein weiteres Leben. Ich wollte tun, was man tun muss. Das wäre richtig, ach, von wegen. Und heut, wenn ich bereu und ich auch meine Fehler einseh, bitte versteh, wohin du gehst, es ist auch mein Weg. Ich akzeptiere, was du jetzt tust, auch wenn du mich damit vernichtest. Doch tief in mir, in meiner Brust, da schlägt mein Herz allein für dich jetzt. Mein Glück, du kommst zurück, weil ich nun meine Fehler einseh. Mein Herz ist deins, dein liebster Heinz. Ja, das ist mein Weg. Bitte verzeih mir, Charlotte. Ich konnte es nicht ertragen, dass du nach meinem Tod mit einem Mann zusammen bist, den ich nicht kenne. Ich wollte dich nicht verschachern. Ich wollte nur, dass jemand an deiner Seite ist, der... Ich will dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich mit dir zusammenleben will, bis dass der Tod uns scheidet, wie ich es schon mal geschworen habe. Das ist doch das Schöne im Leben. Alles fügt sich, wie es soll. Mein kleiner Poet. Marleen, das gibt's ja gar nicht. Du bist ja schon hier. Ja, ich bin noch nicht ganz fit, aber zumindest reisefähig. Mensch, Christine. Ines hat mir kräftig geholfen. Ach, danke auch dir. Hallo, Marleen. Wahnsinn, wie ihr das so schnell gemanagt habt. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wir haben schon eine Weile gebraucht, um uns einzuspielen. Naja, keine falsche Bescheidenheit. Ihr habt sogar den Truckenbrot überstanden, den schärfsten Hund im hiesigen Gesundheitsamt. Der hat mich angerufen. Wir kriegen eine super Hygienebescheinigung. Echt? Und Giesberts Artikel? Hier, im Inselkurier? Mann, oh Mann, der hat sich doch selbst übertroffen. Die Küche. Giesbett und der Hygienetyp. Was ist denn jetzt so komisch? Erzähl ich dir ein andermal. Ich werde nämlich in nächster Zeit sicher öfter nach Norderney kommen.
Zu dieser Sendereihe sind die DVD